Derby d'Italia mit Cristiano Ronaldo, Maurizio Sarri und Antonio Conte. Juve gegen Inter in China in Nanjing. Und Ronaldo mit dem ersten Vorstoß in der zweiten Minute für Juve in Weiß und Schwarz. Die erste Halbzeit gehörte aber über weite Strecken Inter Mailand. Das ist die Führung in der zehnten Minute. Inter feiert ein Eigentor von Juve. De Ligt, der 75-Millionen-Mann von Ajax Amsterdam gekommen, hat überhaupt kein Glück in dieser Szene. Ganz, ganz bitter. Großartig die Demonstration von Cristiano Ronaldo hier. Und dann die zweite Halbzeit wieder Ronaldo. Wunderbarer Antritt, wunderbarer Abschluss. Juve im zweiten Durchgang näher dran an einem Erfolg, aber immer noch im Rückstand. Rabiot mit dem Abschluss in der 56. Minute. Freistoß Ronaldo, 68. Jetzt passt es! Jetzt passt es! Skriniar, der Slowake, fälscht ab. Ronaldo trifft 1:1, der Ausgleich für Juventus Turin. Ein bisschen Glück dabei, aber wieder mal ein wunderbares Freistoß-Tor. Und bei Unentschieden gibt es beim International Champions Cup Elfmeterschießen. Das wollte Juve vermeiden mit Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo unterwegs. Aber eine Viertelstunde vor dem Ende fehlte der entscheidende Haken hier von Cristiano Ronaldo. Also gab es tatsächlich das Elfmeterschießen vor über 60.000 Zuschauern. Ein tolles Elfmeterschießen mit einem überragenden Buffon, der in der zweiten Halbzeit gekommen war und der hier gegen Borja Valero seinen dritten Elfmeter hielt. Matchball für Juventus, für Demiral, den neuen Türken aus der Innenverteidigung. Er trifft. Juventus gewinnt dieses Derby d'Italia. Ein famoses Spiel in China. Glückwunsch, Juve!